Sehr geehrte Präsidentin, werter Herr Ministerpräsident, Zusammenschnitte von Videomaterialien, von Debatten und Reden hier im Landtag und Veränderungen ist ein Werkzeug der Satire oder der Kabarettisten, ein Stilelement der Satire. Was sich die AfD erlaubt hat, ist aber stillos. Die AfD hat auf ihrer steuergeldfinanzierten Fraktionsseite eine Rede ihres Mitstreiters Ingo Hahn und eine Zwischenintervention von mir zusammengestückelt, verfälscht und manipuliert. Dass der Herr Hahn seine Redeinhalte entfernt haben wollte, das kann ich verstehen. Aber ich stehe zu jedem Wort, das ich gesagt habe. Und dann bitte nicht aus dem Zusammenhang. Und jetzt werde ich bloß noch die Frau Ebner-Steiner ansprechen. Weil als Fraktionsvorsitzende, ja, ich weiß ja, wo sie ist, das steht ja in ihre Kommentare, dass die blöden Frauen an den Herd gehören und nicht in die Politik, Frau Ebner-Steiner. Ich hoffe, Sie hören mich an Ihrem Herd. Also bei mir ist ein WLAN-Anschluss daneben. Zubereitung ist übrigens auch keine Schande, aber die andere Kollegin, da sieht man ihren Stil, hat man ja schon über Jahre nicht mehr gesehen. Also von daher, ich kenne ihren Stil. Und wenn Sie Ihre Rede zerlegen müssen und wirklich protokollierte Aufzeichnungen aus dem Landtag verändern müssen, dann ist es wirklich im Nachhinein vielleicht Heilung. Aber das dürfen Sie nicht. Und Sie dürfen es erst recht nicht, wenn es der Steuerzahler bezahlt, dann stehen Sie zu Ihrem Wort und diffamieren es andere Menschen nicht. Sie bezeichnen Presse als Lügenpresse, Staatsmedien, Systempresse. Ich habe noch nie in den ganzen Jahren so etwas Zusammengestückeltes und Verändertes gelesen. Das macht außer Ihnen niemand. Schämen Sie sich. Und dann, jetzt komme ich auf einer Steuergeldfinanzierung. Jetzt rede ich, jetzt sind Sie ruhig. Jetzt komme ich auf einer steuergeldfinanzierten Seite zu den Kommentaren, die Sie unten stehen lassen. Da ist es zurück der dummen Frauen an den Herd, das Harmloseste. Das sind sexuelle Belästigungen, Diffamierung der Familie und Sie lassen das unkommentiert stehen. Pfui Teufel! Und das ist fränkisch, das werden Sie nicht verstehen, weil fränkisch ist auch kommentiert worden. Ich kann das nicht verstehen, wie eine Landtagsfraktion Reden verändern, Reden verfälschen kann. Und Sie werden, da haben Sie mit mir genau die Richtige, da nicht mit ungestraft davonkommen. Und wie, auf welchem Niveau sind Sie denn, wenn Sie von Kolleginnen und Kollegen die Familie beschimpfen lassen und es unkommentiert lassen? Also eins muss ich sagen, auf dieses Niveau werden wir nie gehen. Es ist einfach bloß ekelhaft. Das hat weder meine Familie verdient, noch hätte es Ihre Familie verdient. Und wenn Sie politisch nicht, inhaltlich nicht weiterkommen und da schnippischnappi an Redebeiträge machen müssen, das ist eines. Aber nicht da herin, das ist ein Parlament, das hat bis jetzt mit Anstrengungen dann gearbeitet und so wollen wir es ja weiterhalten. Und ich lasse mir das so nicht gefallen. Dankeschön. Applaus